Es ist wohl eine der größten Baustellen in ganz Oberösterreich. Während der Spatenstichfeier wird am Firmengelände von Hagassen in der Gemeinde Weng im Innkreis bereits fleißig am neuen Service Center gebaut. Eine Mega-Baustelle. Und das sind Zeiten, wo viele andere ihre Großprojekte auf die Seite geschoben haben. Ja, wir investieren da in die Zukunft. Wir investieren da in ein Service Center, weil wir 170.000 Kunden draußen haben, die wo es nach Jahrzehnten noch ein Ersatzteil brauchen. Das, was wir ja da in diesem Gebäude mit integrieren, das neue Ersatzteillager, um die Kundenzufriedenheit nochmal zu steigern. Was auch positiv zu erwähnen ist, wie nachhaltig gebaut wird, wie mit dem Grundverbrauch gespart wird, das ist auch ganz, ganz wichtig. Neben dem Service Center werden auch ein Ausbildungszentrum, eine Kinderwerkstätte, Büros sowie ein großes Holzparkhaus gebaut. Das erste in dieser Dimension weltweit. Ja, ist natürlich genau unser Thema, die Nachhaltigkeit, das Holz, mit dem, was wir uns schon immer beschäftigen. Von klein auf kann man sagen, der Vater uns das schon so gelernt hat. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir wollen das Holzparkhaus bei uns bauen, wir wollen das machen, wir wollen ein einzigartiges Projekt von ganz Mitteleuropa machen, das größte Holzparkhaus, was es bis jetzt gibt, für die 500 Stellplätze. Und das ist wichtig. Ist natürlich teurer, das wissen wir, aber für die Nachhaltigkeit ist es uns wert. Innovativ waren wir schon immer und der, der es nicht probiert, der ist nicht als Erster dabei und für das sind wir bekannt. Bekannt ist Hagassner vor allem aber auch für Hackgut, Pellets und Stückholzheizanlagen. Denn hier sind sich alle einig, ohne Biomasse wird die Energiewende nicht schaffbar sein. Es ist für mich ganz, ganz eindeutig, wenn wir in unseren Breitengraden die Energiewende schaffen wollen, uns wirklich klimaneutral aufstellen wollen, dann brauchen wir die Biomasse. Ich bin froh, dass wir so innovative Unternehmen wie Hagassner haben, die hier schon weit vorne sind, auch technologisch weit vorne sind. Und da wird es noch einige Schritte geben und unsere Landsleute stehen ja auch zur Biomasse und sind eigentlich Fans davon. Wir werden täglich draußen stehen und werden die Leute überzeugen, dass auch Biomasse ein Teil sein wird von der ganzen Energiewende. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen von Hagassner in den Standort und damit in die Zukunft der Region auf 45 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für September 2024 zum 40-jährigen Jubiläum geplant.